Ja, wir kommen jetzt gleich zu unserer nächsten Session in diesem Blog zum Thema Internet der Dinge. Peter hat uns ja gerade schon erstens eine Einführung gegeben, aber auch gerade zum Ende hin gezeigt, was es alles sozusagen für zivilgesellschaftliche Vorstöße gibt, mehr Transparenz, mehr Verbrauchersicherheit in diesem Bereich zu schaffen. Wir möchten jetzt anschließend von der Politik hören, was sie denn in diesem Bereich tun für mehr Verbraucherschutz und für mehr Sicherheit seitens der Hersteller. Dazu, wie schon gesagt, freuen wir uns sehr, dass Staatssekretär Gerd Billen vom Bundesministerium der Justiz und für den Verbraucherschutz heute hier bei uns ist. Und er wird gleich interviewt werden von Markus Beckedahl. Bundesministerium der Justiz und der Verbraucherschutz hat sich dieses Thema diesem Jahr besonders gewidmet, hatte im Februar schon eine Veranstaltung im Rahmen des Safer Internet Day genau zu diesem Thema, wo es eben darum ging, gerade dieses Jahr, wo sehr viele IoT-Produkte neu in Deutschland eingeführt wurden, wie Alexa, von Amazon, Google Home, also gerade diese sprachgesteuerten Smart Devices, die unseren Alltag mit unterstützen sollen, aber eben ohne, dass viele der wesentlichen Fragen im Bereich Interoperabilität oder Sicherheit, Serviceleistung, Garantieleistung etc. geregelt sind. Deswegen freuen wir uns sehr aufs kommende Gespräch. Markus, Herr Billen, einen herzlichen Applaus für euch beide. Angemacht werden. Super. Ja, danke fürs Kommen. Wir hatten mal das Gefühl, dass wir auch mal mit der Bundesregierung reden müssen und uns auch mal informieren wollen, was denn jetzt so konkrete Pläne sind. Du bist Staatssekretär im Verbraucher- und Justizministerium seit 4 Jahren. Zuerst mal erzählen, warum ihr euch da mehr, warum ist das etwas für Verbraucherschutz im Justizministerium? Also das Thema Digitalisierung ist das Thema, was uns im Verbraucher- und Justizbereich über die letzten Jahre immer intensiver beschäftigt, weil wir ja sehen, dass durch die Vernetzung, durch datengetriebene Geschäftsmodelle die Verbraucher sozusagen eine zentrale Rolle erhalten. Wir haben uns beschäftigt mit Wearables, wir haben uns beschäftigt mit vielen anderen digitalen Anwendungen. Wir beschäftigen uns mit der Marktmacht von Plattformen. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft, die wir überall haben, wenn ich da lese Christian Lindner seinen Spruch Digital First, Bedenken Second, dann wäre meine Variante Grundrechte zuerst, sinnvolle Anwendungen als zweite und irgendwann kann der Lindner kommen. Also wir müssen uns auf die Grundwerte besinnen, die in der Verfassung festgeschrieben sind und die von denen ableiten, was müssen und sollen Produkte leisten oder dürfen sie nicht leisten. Sie dürfen zum Beispiel nicht ohne meine Zustimmung im privaten Raum mich abhören. Das war ja der Grund, weshalb die Netzagentur diese Puppe verboten hat. So ein Spionageinstrument ist ja die Begründung. So im Internet der Dinge kriegen wir ganz viel in unsere Häuser rein und das wirft Fragen der technischen Sicherheit auf. Da müssen wir feststellen, dass das gegenwärtige Recht nicht ausreicht, um mit Produkten, die Hybridprodukte sind, die also einen körperlichen Bestandteil haben, aber auch einen Softwarebestandteil, damit umzugehen. Normalerweise gibt es auf Produkte eine Gewährleistung, die geht dann 2 Jahre, nach einem halben Jahr ist eine Beweislastumkehr. Bedeutet aber nur, dass das Produkt zum sogenannten Gefahrübergang in Ordnung sein muss. Wir wissen aber, dass in vielen Geräten Sicherheitsprobleme erst nach und nach entdeckt werden. Und deswegen arbeiten wir an Vorschlägen für ein Gesetz zur Produktsicherheit, das eine Verpflichtung für die Hersteller enthält, auch dauerhaft für die Sicherheit ihrer Geräte zu sorgen. Im Moment kriegen wir viel Mist auf den Markt, der eben billig ist und die Sicherheitsprobleme sozusagen und die Kosten, die damit verbunden sind, outsourced und das muss man umdrehen. Und ein Punkt wird sicher sein, kann man Standards entwickeln für Sicherheit in Produkten und wie sorgt man dafür, dass es umgesetzt wird. Also etwas, was wir aus der Lebensmittelüberwachung oder aus vielen anderen Bereichen
schon kennen. Das brauchen wir sicher auch in dem IoT-Bereich. Herr Peter Bier hat in dem Vortrag vorher schon erklärt, dass es Internet der Dinge ja ganz viel bedeutet, von Industrie 4.0 bis zu den Puppen, die einen Livestream irgendwohin raussenden. Ist das eine Herausforderung für die Regelsetzung, wenn man nicht so genau weiß, wovon man spricht? Oder kann man, ist es relativ einfach, wenn man sagt halt, naja, Wearables sind genauso wie ein smarter Toaster zu behandeln, sind genauso zu behandeln wie ein autonomes Auto? Also zunächst, und das ist ja das Gute an der Datenschutzgrundverordnung, ist ja festgehalten, dass ich als Verbraucher oder auch als Bürger gefragt werden muss, ob ich der Nutzung von Daten zustimme. Mit der Datenschutzgrundverordnung wird es auch nicht mehr das geben, was in der Vergangenheit war, dass ich mir also 15 verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in der Generalzustimmung einhole. Und dem liegt ein Konzept zugrunde, zu sagen, wie werden hier meine Grundrechte betroffen? Und von daher ist es gar nicht so kompliziert. Man muss es ist nur, glaube ich, in der Praxis schwierig für die Verbraucher. Also Alexa hat keine Benutzeroberfläche mehr, wo eine Datenschutzerklärung ablesbar ist. Man kann natürlich sagen, bevor Alexa jedes Mal am Tag sich einschaltet, müssen die allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgelesen werden. Würde vermutlich 2 Stunden dauern. Also man muss hier gucken, wie organisiert man eine informierte Einwilligung bei Geräten, wo es also nicht jetzt um textliche Zustimmung geht. Das ist noch eine Schwierigkeit. Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen hat ja so eine Art Dashboard vorgeschlagen, also wo ich an zentraler Stelle meine Privacy-Einstellungen sozusagen verwalte und auch sehen kann, weil es kann ja sein, dass ich bei bestimmten Diensten sage, denen will ich mehr Informationen geben und bei anderen weniger. Bedeutet das nicht die Gefahr? Also ich hatte mir den Vorschlag auch angeguckt. Er klang erstmal ganz gut, aber dann dachte ich mir so, wenn man an einer zentralen Stelle alle meine Zugangs-Login-Daten sammelt, weil die braucht man ja, um transparent in einem Dashboard das angezeigt zu bekommen, ist es nicht eine viel größere Gefahr der Angreifbarkeit? Wenn das nur einmal gehackt wird, hat jemand alle meine Daten und nicht nur alle einzelnen, die ich irgendwo verteile. Ja, deswegen, es ist ja nur ein Vorschlag und jeder Vorschlag hat erwünschte wie unerwünschte Nebenwirkungen, das muss man sich angucken. Aber so eine Frage, die würde ja jetzt nicht nur für ein Dashboard wichtig sein, sondern für jedes Gerät, woran, also erstmal Sicherheitsanforderungen formulieren, für den Verbraucher, die Verbraucherin Möglichkeiten schaffen, das Sicherheitsniveau zu erkennen. Also das BSI arbeitet ja zurzeit an Anforderungen an Router, unter Einbeziehung auch von Verbraucherorganisationen, Wissenschaftlern, Gewerkschaftlern, die sozusagen ein Gütesiegel für Router entwickeln sollen, sodass ich am Markt entscheiden kann, entweder bei einer Auswahl, ich will das sicherste Ding haben oder was auf Dauer besser ist, es gibt normierte gesetzliche Anforderungen auf europäischer Ebene an diese IT-Produkte. Wie gehen wir zum Beispiel bei Routern mit der Herausforderung rum? Also wenn man so ein bisschen Ahnung von Computern hat, dann muss man ja überall auch die Router und sonst irgendwie bei Verwandten und Freunden konfigurieren. Und da liegen dann teilweise Router rum, die 10 Jahre alt sind. Ja, jetzt, die sind halt viel zu alt. Manchmal, man kriegt die Menschen aber nicht überzeugt, die zu wechseln. Aber was ist, sagen wir mal, wenn es eine 2-jährige Gewährleistungsfrist für Sicherheitsupdates gibt, aber Menschen sind nicht bereit, nach 2 Jahren sich einen neuen Router zu kaufen? Die laufen halt weiter so. Ne? Ja, das Problem kennen wir bei den Kühlschränken. Die Deutschen tun sich schwer, selbst die energiefressendsten Kühlschränke auszumustern, weil sie ja noch funktionieren. Und ja auch mit einem Grund. Ich kann ja sagen, solange das Gerät seinen Dienst tut, ist es schade, das wegzuwerfen. Ich glaube, bei Software und bei Updates müssen wir die Frist verlängern. Also da reicht es nicht zu sagen, nach 2 Jahren ist ein Hersteller aus der Verantwortung raus oder ein Händler, sondern das muss angepasst werden. Und das würde aber bedeuten, dass die Hersteller eben auch mal ein Stück die Gewähr dafür bieten müssen, dass sie in 10 Jahren oder in 5 Jahren noch auf dem Markt sind. Also es wird auch zu Veränderungen auf dem Markt kommen. Aber wie gehen wir jetzt beispielsweise mit Startups um? Ein Startup hat ein Produkt, wirft es auf den Markt. Viele kaufen es,
vielleicht lieben es auch viele, aber es reicht nicht aus, dass das Startup irgendwie ein halbes Jahr später immer noch Cash hat, also Geld hat. Startup geht pleite. Die Geräte laufen vielleicht noch, wenn sie nicht an eine Cloud angeschlossen sind, die abgeschaltet werden. Ich habe in meinem Vortrag am Anfang vom Recht auf Tüfteln gesprochen. Peter Bier hat auch nochmal so ein Right to Make ins Spiel gebracht. Gibt es Überlegungen im BMJV und der Bundesregierung, Verbraucher zu ermächtigen, in solchen Fällen oder auch generell die Hardware, die wir kaufen, auch untersuchen zu können? So vergleichbar mit einem Rasenmäher, den man früher kaufen konnte und den man selbst repariert hat? Also bei anderen Produkten ist es so, dass dann, wenn ich jedenfalls bei bestimmten Produkten anfange, die selber zu reparieren, Gewährleistungsrechte verloren gehen können. Ja, aber was ist, wenn die Firma pleite ist? Wenn die Firma pleite ist, ist sie pleite. Das sind wir bei Air Berlin. Das heißt, ihre Services, ihre Produkte werden nicht mehr angeboten. Ich glaube, meinst du, dass, wenn eine Firma pleite ist, du selber dann an dem Gerät rumfummeln kannst? Da wird dich keiner von abhalten können, das zu tun, solange du nicht eine Gefahr für andere darstellst. Also wenn dein Rasenmäher eben nicht nur deinen Rasen mäht, sondern irgendwie zum Nachbarn rüberfährt, weil du ihn so eingestellt hast, dass er noch die Nachbargrundstücke mit abmäht. Das ist dann die Schranke. Also die Schranke ist, in deinem Haus kannst du viele Dinge tun, aber es gibt eben eine, muss im Blick haben, ob es eine Gefahr oder eine Beeinträchtigung für Dritte bedeutet. Aber, und wenn die Firma jetzt nicht pleite ist, also wie gehen wir mit der Situation um, ich kaufe mir ein Gerät, was beim Verkauf bestimmte Spezifikationen hatte, und im Laufe des Betriebs in der Gewährleistungszeit entscheidet der Hersteller plötzlich, dass das Gerät was ganz anderes machen soll. Es gibt es ja häufig sozusagen, dass neue Funktionalitäten eingebaut werden, die vielleicht meine Rechte beschneiden und so weiter. Also A, wie geht man damit um? Und B, hätte man dann das Recht zu sagen, nee, will ich nicht. Ich will das so lassen, wie es ist, auch wenn er mir jetzt ein Software-Update unterschiebt? Das hängt wahrscheinlich von den davon ab, was so ein Update umfasst. Also wenn es um die Frage Schließung von Sicherheitslücken geht und es nicht nur deine Privatsache ist, sondern wie das ja in Router, bei den Routern der Fall war, dass hier eine Gefahr auch für die Gesellschaft ausgehen kann, dann wirst du vielleicht das Recht nicht haben, darauf zu verzichten oder das Ding wird abgeschaltet. Wenn es um Funktionalitäten geht, die du bisher nicht erwartet hast, dann musst du informiert werden und musst darüber entscheiden können. Also man kann dir nicht ein Produkt verkaufen, was sich im Laufe der Zeit ändert, ohne dass bei zentralen Dingen dann eine erneute Zustimmung eingeholt wird. Aber was bedeutet, wenn die Zustimmung eingeholt wird, aber ich nicht dafür stimme, aber der Hersteller sagt, naja, dann funktioniert das Gerät halt morgen nicht mehr? Ja, auch eine wichtige Frage. Und da gibt es noch 15.000 andere Fragen, die sich da anschließen lassen. Und da muss man, wir haben ja gefordert, ein Recht auf ein nicht vernetztes Produkt in Zukunft. Also ich will auch einen Kühlschrank haben, der nicht vernetzt ist oder eine Kaffeemaschine. Oder ich muss die Funktionalität ausschalten können. Oder sie muss vielleicht vom Grunde aus bei Auslieferung ausgeschaltet sein, sodass ich dann für mich selber entscheiden kann, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Und woran ist das gescheitert? Wir sind ja im Moment in der Phase, das habt ihr heftig kritisiert, dass sozusagen in der digitalen Agenda nicht alle Themen aufgegriffen werden konnten und werden. Im Moment in der Phase für die nächste Legislatur zu überlegen, was sind Schwerpunkte? Und da werden Fragen der Produktsicherheit, der Produktverantwortung und der nötigen rechtlichen Anpassungen wird ein Schwerpunkt sein. Das zweite wird die Frage sein, da renne ich mir noch ein bisschen die Hacken ab in der Bundesregierung, wie schaffen wir es, dass der Staat sich die Fähigkeit verschafft, Algorithmen zu untersuchen? Also es gibt kein Recht auf eine Blackbox. Kein Unternehmen hat ein Recht auf eine Blackbox. Es gibt vielleicht das Recht zu sagen, man muss keine Geschäftsgeheimnisse an alle offenbaren, aber da gibt es ja auch Zwischenwege. Also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen kann sich natürlich nicht nur die Jahresberichte der Banken angucken und die Bilanzen, sondern die können Untersuchungen machen. Und ich glaube, dass der Staat sich die Fähigkeit erwerben muss, das auch bei Algorithmen zu machen, weil wir ja neben der Frage, was ist sozusagen, wie schütze ich Privatheit,
ist das zweite große Thema, wie verhindere ich Diskriminierung über Algorithmen? Weil bei Entscheidungsprozessen, über die Bewertung meiner Bonität, über die Versicherungsprämie, über die Partnerwahl, wie auch immer, Dinge jedenfalls nicht offen sind, auch nicht für die Überwachungsbehörden. Und das brauchen wir. Wir haben es dabei VW schmerzlich erlebt, wenn die Institution zwar in der Lage ist, irgendwie zu gucken, ob der Blinker funktioniert, aber nicht die Software untersuchen kann, um dann festzustellen, wie es in den USA der Fall war, dass die Software eben, sagen wir mal, etwas optimiert wurde. Ja, das Thema künstliche Intelligenz wäre zwar auch spannend, wird nur gerade anders in einem anderen Saal diskutiert. Wir bleiben jetzt mal bei der Produkthaftung. Du hast es eben schon mal angesprochen. Mit den Sicherheitsupdates, gibt es denn eine Möglichkeit, Hersteller zu verpflichten, Sicherheitsupdates von Funktionalitäten-Updates zu trennen? Also beispielsweise, viele Menschen trauen sich dann auch nicht mehr oder wollen auch bewusst gar nicht mehr die neuesten Apps installieren, weil sie eine andere Funktionalität bringen, aber schießen sich gleichzeitig ins Knie, weil das gebündelt ist, weil sie gleichzeitig irgendwie die Sicherheitslücken nicht geflickt bekommen. Ich glaube, das wäre rechtlich möglich zu sagen, man will diese Kopplungen umgehen, indem man sagt, verpflichtend macht man die Sicherheitsupdates zum Schließen der Sicherheitslücken und das andere ist optional oder es bedarf jedenfalls einer klaren Entscheidung, zu sagen, ich will ein bestimmtes Feature haben oder will es immer nicht haben. Und also könnte man das auch rechtlich verpflichtend so machen, per Gesetz? Das ist ja das, von dem ich eben gesprochen habe, so. Dass wir ein Gesetz brauchen, das sozusagen grundlegende Anforderungen, gerade im Bereich IoT, an die Sicherheitsanforderungen, an die Produkte stellt. So ein Gesetz muss überwacht werden. Wenn die Dinge nicht eingehalten werden, muss es Strafen und Bußgelder geben. Also ich glaube, das ist das, was wir jedenfalls auf europäischer Ebene anstreben. Und es braucht Standards. Es braucht irgendwie eine Verständigung darüber, welche Sicherheitsstandards legen wir fest? Wie es im Moment jedenfalls ist, ist ja völlig unbefriedigend. Das BSI kann vor Produkten warnen, aber sie dürfen im Laden verkauft werden. Aus Verbrauchersicht ist das nicht akzeptabel. Da gehören, sagen wir mal, Geräte, die ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen, überhaupt nicht mehr in Geschäft rein. Aber dafür fehlen im Moment noch die gesetzlichen Grundlagen und die müssen in den nächsten Jahren und zwar vorzugsweise auf europäischer Ebene gelegt werden. Und wer könnte das dann durchsetzen? Wäre dann das BSI? Also es gab ja gerade den Fall, wo der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen, ich glaube, Saturn oder Mediamarkt. Geklagt, weil die veralterte Handys mit, ich glaube, Android-Betriebssystemen ausgeliefert haben, die nicht mehr geflickt werden. Reicht das aus? Ist das sowas? Oder wer wäre denn im Idealfall auf europäischer Ebene, wenn es eine Regulation geben würde, wer würde das durchsetzen müssen? Also in dem Fall ist es, glaube ich, so ein Testfall, um mal zu gucken, nehmen die Händler ihre Verantwortung wahr? Ich habe ja nicht nur eine Verantwortung als Hersteller, sondern die Händler auch. Es ist so, dass das BSI bei diesem konkreten Handy festgestellt hat, da waren, ich glaube, 16 Sicherheitslücken. Und zumindest, das ist die Minimalforderung, hätten die Verbraucher informiert werden müssen darüber, so argumentiert die Verbraucherzentrale, dass diese Lücke nicht mehr geschlossen werden können, damit ein Verbraucher oder eine Verbraucherin sagen kann, dann kaufe ich das Ding nicht. Die nächste Stufe ist natürlich, die geht darüber hinaus, also dass ich nicht nur ein Informationsrecht habe, wo dann draufsteht, das Gerät ist unsicher, sondern wo ich Normen und Anforderungen habe, die für die Sicherheit sorgen. Aber es ist ein interessanter Punkt, weil wir ja heute einfach FIFA sehen, dass die Händler selbst die Produkte nicht so schauen, aber sie auch, glaube ich, mehr in die Pflicht genommen werden, sich anzusehen, welche Produkte sie anbieten. Wobei das natürlich auch eine Herausforderung ist, also gerade so bei Handys, finde ich, ist das eigentlich ein unsäglicher Markt, dass dann erstmal wieder funktioniert, dass halt Hersteller unterschiedliche Android-Versionen zum Beispiel haben, die dann unterschiedlich gepflegt werden. Das hat ja auch Auswirkungen darauf, wie viele sichere Handys sind gerade im Netz, wenn Sicherheitslücken gemeldet werden und bestimmte Hersteller erst ein Jahr später, die dann flicken, weil sie sagen, naja, unser Vertrag mit Google wiederum ist ein ganz anderer. Wenn also Samsung mit Google einen Vertrag hat, welche Auswirkungen hat das dann auf den Mediamarkt, wenn die dann das Samsung-Handy verkaufen?
Also wir haben hier eine Situation, die mich so an die Frühzeit der Umweltbewegung erinnert. Die Risiken werden outgesourced. Die Risiken werden entweder den Bürgerinnen und Bürgern aufgebürdet oder den Verbrauchern. Und da sie nicht bepreist sind, da sie sozusagen keinen bisher jedenfalls nicht im größeren Maße einen monetären Schaden verursachen, tut sich da wenig. Das kann sich aber ändern. Also der Fall der Telekom mit den Routern hat gezeigt, da kann man ein Szenario aufbauen, zu welchen Schäden das führt. Attacken auf Krankenhäuser zeigen, dass Schäden entstehen können. Oder was heute ein interessantes Beispiel aus der Zeitung, müssen sich 11.000 Leute bei Kliniken in Deutschland melden, weil der Herzschrittmacher ein neues Sicherheitsupdate braucht. Wer zahlt das eigentlich? Ist die Krankenkasse dafür verantwortlich? Zahlt es die Herstellerfirma? Und ich glaube, erst wenn sozusagen wir eine stärkere Monetarisierung von Schäden oder möglichen Schäden kriegen, wenn die Risiken und die Risikovorsorge bei den Unternehmen eine größere Rolle spielt, kriegen wir auch mehr Dynamik für mehr Sicherheit. Nun sind wir ja diejenigen mit den Fragen, ihr seid diejenigen mit den Antworten hoffentlich. Als Bundesregierung, wer zahlt denn den Herzschrittmacher in diesem Fall? Das kann ich noch gar nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Aber ich werde jemanden finden, der mir die Frage beantworten kann. Gibt es eigentlich Unterschiede? Du hast am Anfang mal erwähnt, diese Puppe, die von der Bundesnetzagentur vom Markt genommen wurde, die einen Livestream sendete. Gibt es Unterschiede bei Produkten, die sich explizit an Kinder und Jugendliche richten in der Gesetzgebung als generell? Also wäre diese Puppe, sagen wir mal, wäre es eine Sexpuppe gewesen, die sich explizit an über 18-Jährige gerichtet, wäre die anders reguliert worden? Oder brauchen wir eine andere Regulierung explizit für Kinder? Nein, die Grundlage, auf der die Netzagentur die Puppe verboten hat, war, dass es sich um Spionage handelt. Also dass ich sozusagen wenn ein alltägliches Produkt mit Eigenschaften ausgestattet wird, von denen ich es nicht erwarten kann, wie Abhören und Filmen, dann kann es sozusagen unter dem Stichwort Spionage unzulässige Abhöreinrichtungen aus dem Markt genommen werden. Die Stiftung Warentest hat im September jetzt im Übrigen sich noch ein paar andere Puppen angeguckt, die damit werben, dass man mit ihnen sprechen kann. Also es gibt, glaube ich, aus guten Gründen für das, was sich an Kinder und Jugendliche richtet, besondere Anforderungen. Die sind zum Teil im Jugendschutz normiert. Aber ich finde, bei diesen Produkten muss auch klar sein, dass die Eltern zum Beispiel eine ausreichende Information kriegen, was mit Spielzeug hier geschehen kann. Also wie im Medienrecht, glaube ich, muss man auch hier das so sehen. Bei Alexa, das wird noch spannend. Auch da hat ja die Stiva mal getestet, wo werden Daten hingeliefert, wo werden sie nicht hingeliefert. Wie sieht es mit der Datensicherheit aus? Und also das wird, da wird aber sozusagen, ist das bestimmungsgemäß ein Produkt, mit dem ich reden kann und das auch Aufgaben für mich übernimmt. Insofern fällt Alexa nicht unter diesen Spionagevorbehalt. Naja, aber man könnte auch so argumentieren, durch die Snowden-Enthüllungen wissen wir, dass Sicherheitsbehörden der USA direkten Zugriff auf die großen oder auf alle, theoretisch alle amerikanischen Hersteller haben. Mit anderen Worten, es könnte ja sein, dass Alexa bei mir zu Hause als Journalist mitlauscht, weil es Sicherheitsinteressen der USA betrifft. Könnt ihr dagegen was machen? Es wäre vermutlich schwierig, weil wir ja hier, da ist immer die Frage, wo liegen die Daten? Also unterliegt eine solche Geschichte der Datenschutzgrundverordnung, wo ich bestimmte Regeln habe. Und in Deutschland, die Frage habt ihr ja vorhin auch aufgeworfen, was mit deutschen Diensten, können die sich der Dinge annehmen? Da haben wir Regeln, die sind euch nicht ausreichend, aber es gibt ein paar Regeln. Müsste ich mitnehmen, die Frage, kann ich so nicht beantworten. Ja, würde uns halt mal interessieren. Ne? Ansonsten, du hast jetzt mehrfach die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die Einwilligung erwähnt. Glaubt ihr wirklich, dass wie glaubt ihr, wird eine
informierte Nutzung möglich sein mit den neuen Regeln? Also wie wird Medienkompetenz beispielsweise vermittelt, damit man überhaupt weiß, selbst wenn man jetzt nicht mehr 50 Seiten AGB durchlesen muss, sondern nur noch 2 Seiten irgendwie Erklärung, dass man überhaupt versteht, was da ist, was da drauf steht und welche Funktionalitäten es gibt. Also man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder sofort kapiert, was ein Livestream ist zum Beispiel. Ja, also der Sachverständigenrat hat ja einen Vorschlag gemacht zur Förderung der digitalen Souveränität. Da ist eins, da geht es um Regulierung, Überwachung, Kontrolle. Das zweite geht um Technik, also wie kann Technik das unterstützen. Und das dritte ist Aufbau von Kompetenz, Aufbau von Skills. Das halte ich für ganz entscheidend. Auch nicht nur junge Leute, sondern auch andere Teile der Bevölkerung damit zu schulen, zu informieren, wie sie mit den neuen Entwicklungen umgehen können. Die Gruppe, für die ich das fast am nötigsten finde, ist die 65+, weil vielen Älteren die Vorteile, die ihnen aus der Nutzung von Smartphones, von Tablets für Kommunikation oder für andere Dinge oft gar nicht bewusst sind. Meine Mutter ist in einem Pflegeheim, da gibt es kein WLAN. In neueren Pflegeheimen, habe ich gehört, soll es eine Vorschrift geben, aber also ich würde sagen, Schule ist wichtig, aber man muss auch andere Dinge, andere Gruppen mit einbeziehen. Und das ist im Prinzip ja nicht nur Umgang mit Technik, sondern es ist Umgang mit der Frage, was ist mir wichtig? Wie viel Privatheit will ich haben oder will sie nicht haben? Der Staat muss dann dafür sorgen, dass sozusagen auf einer guten Grundlage Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, darüber ins Gespräch zu kommen, zu sensibilisieren, dass ich mir die Frage stelle. Und auf der einen Seite ist das ein Kampf gegen die, wie ich das häufiger erlebe, gegen so eine Resignation nach dem Motto, man kann ja sowieso nichts ändern, das kommt alles und das ist so übermächtig, da kann man sich nur einfügen, das halte ich für falsch. Da finde ich, muss man gegenhalten, auch aus demokratiepolitischen Gründen. Das andere ist, ich glaube, das ist wichtig, die Sensibilität bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu stärken, aber auch dafür zu sorgen, dass sie Alternativen haben. Ja, vielen Dank für die Einsichten. Da haben wir gelernt, also europäische Datenschutzgrundverordnung, sehen wir dann ab nächsten Jahr mal, was sie wie bringen wird. Es gibt die Debatte auf EU-Ebene. Es wird auf jeden Fall nächste Legislaturperiode ein großes Thema werden. Wir machen das ja auch als Weiterbildungsprogramm und würden uns wünschen, wenn ihr euch einmischt in diese Debatten und was mitnehmt. Vielen Dank fürs Kommen und viel Spaß noch. Ja, auch vielen Dank an Netzpolitik. Bei dem ersten Teil, den ich mir mit angehört habe, da gab es doch eine Reihe von Dingen, wo ich anderer Meinung bin, aber das ist ja egal. Ich finde es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Es muss auch Nerven der NGOs geben, die den Finger in die Wunde legen und auch manchmal überziehen, weil ich glaube, wir haben eine Debatte, die wir immer führen müssen im Spannungsfeld Bürgerstaat, wie auch im Spannungsfeld Bürger, Verbraucher, Verbraucherin Richtung Wirtschaft. Es sind zwei Akteure, die Begehrlichkeiten haben und wo es wichtig ist, genau hinzugucken und auch Alarm zu schlagen, wenn die Dinge aus dem Lot laufen. Aber ich bin auf der anderen Seite froh, dass wir in einem Land leben mit Gerichten, mit Parlamenten, wo Entscheidungen überprüft werden können. Und von daher hoffe ich, wenn wir uns dann wann ist euer 20. Geburtstag? In 7 Jahren. 7 Jahren. Gut, dass wir dann ein Produkthaftungsrecht haben, Produktsicherheitsgesetz haben und wir uns gerne mehr über die Chancen von IoT unterhalten und weniger über Risiken. Danke. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Herr Billen.